Oha, das gucken wir aber noch. Hallo Leute, beziehungsweise hallo Männer, denn diesmal spreche ich euch an. Hier ist mein erster kleiner Tipp, wie ihr euch humorvoll einer Frau nähern könnt. Also wenn ihr zum Beispiel in der Diskothek eine Frau seht und die ist sehr attraktiv und so und ihr wollt die ansprechen, dann sagt ihr einfach, entschuldigen Sie, darf ich mit Ihnen wetten, dass ich Sie küssen kann, ohne Ihre Lippen zu berühren? Da würde schon mal meine linke Hand in deinem Gesicht landen. Und wenn sie sagt, ja, wie soll denn das gehen, dann küsst er sie auf den Mund und sagt, ach, Entschuldigung, jetzt habe ich die Wette verloren, tut mir aber wirklich leid. Digga, das ist so eklig und übergriffig. Chat, das schreibt ihr euch nicht auf. Wenn ich hier lese, notiere ich mir. Also, ihr geht einfach zu der Frau hin und sagt, entschuldigen Sie, was gibt es eigentlich in dieser Stadt noch für Sehenswürdigkeiten außer Ihnen? Ihr geht auf die Frau zu und fragt sie, wie sieht eigentlich der Gesichtsausdruck einer Frau aus, die unbedingt mit einem Mann etwas trinken gehen will? Digga, ich glaube, ich muss kotzen. Also, ihr geht auf die Frau zu und sagt, entschuldigen Sie, riechen Sie das auch? Dann sagt sie, was denn? Ich rieche überhaupt nichts. Nein, es riecht hier so nach Käse. Dann sagt die Frau wieder, ja, wieso denn nach Käse? Und dann sagt er, ja, irgendeinen Grund muss es ja wohl haben, warum du Mäuschen hier bist. Ihr geht auf die Frau zu und sagt, Entschuldigung, habe ich Zucker im Auge oder warum siehst du so süß aus? Wenn es etwas höflicher und gehobener sein soll, dann geht ihr auf die Frau zu und sagt, Entschuldigung, ich wollte mich nochmal in aller Höflichkeit für Ihren Schluck auf heute entschuldigen, aber ich musste einfach den ganzen Tag an Sie denken. Gehoben, sehr gehoben, wie er gerade gesagt hat. Wenn es etwas eleganter sein soll, dann geht ihr hin und fragt, Entschuldigung, kommst du eigentlich auch zu meinem Rendezvous mit dir? Wenn ihr auf der Straße eine Frau seht, die gerade ihr Handy rausnimmt und irgendeinen Telefonanruf macht, dann geht ihr hin und sagt, entschuldigen Sie, aber es wird nicht klappen. Und dann sagt sie, warum denn? Na, dann sagt ihr, ja, weil ich habe mein Handy nicht dabei und außerdem ist es aus. Ihr geht auf die Frau zu und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie hier irgendwo eine Muschel gesehen? So ein bisschen verzweifelt, ja? Und dann sagt sie, ja, wieso hier in der Stadt, wieso suchen Sie denn hier eine Muschel? Nein, aber hier muss irgendwo eine Muschel sein, ich suche verzweifelt die Muschel, wo ist denn die? Dann sagt sie, wieso suchen Sie denn eine Muschel? Dann sagt er, ja, irgendwo musst du, Perle, ja wohl herkommen, oder? Digga! Noch einer, der locker ist und wegen dem aggressiven Text automatisch eine Antwort kreiert. Ihr sagt zu der Frau, sag mal, ist deine Mutter zufällig Putzfrau? Und dann wird sie ganz empört reagieren und sagen, wieso soll meine Mutter Putzfrau sein? Was soll denn die Frage? Und dann sagt ihr einfach, ja, weil du einfach so putzig aussiehst.